mit meinem Main auf dem hier. Ich habe ja wieder mal letztens ein bisschen gelevelt. Und ich denke mal, ich komme jetzt auch so langsam in die entscheidende Phase. Ah, okay. Ich habe hier noch eine Quest offen. Ja, ich will da gerade hoch. Ach so. Ich muss nur gucken, wie wir da hochkommen. Achso, der ist ja. Achso, da ist er doch. Du hast irgendwas hier mitgenommen. Ja. Es folgt dir straight. Es mag mich. Okay, dann greifen wir mal an. Ich hätte nicht immer den Rückwärtssalto machen, ich wäre fast runtergesprungen. Geil. Einmal die falsche Attacke nehmen. Och, naja. Wow. Ich heile dich mal. Super. Aber ich tanke. Ja, zum Glück. Und gleich so einen kleinen Spacken hier noch mit dran. Ich kümmere mich jetzt auch mal um mein Mini. Der hält aber aus hier, du. So, ja, was hat der drin? Ein Peridot. Geil. Hast du deinen? Ja, gleich. Immer diese Viecher, die nicht sterben wollen. Sauerstör, das Sauerstör. Massen abgeben. Das lohnt sich vielleicht gleich wieder ein Level ab. Apropos, wir haben noch diese. Haben wir das noch? Für mehr EP? Nee. Nein. Nicht mehr. Du meinst die Flügel, ne? Die hattest du doch schon verwendet. Ja, stimmt. Die haben wir uns ja schon reingehauen. Gut, gut. Na, ihr drei, während ihr hier rumgestanden habt, haben wir mal eure Sachen erledigt. Einen neuen Bogen. Wir müssen uns zusammenreißen. Ach ja, gibt ja vielleicht eine neue Waffe. Moment. Gut, dass du da bist. Ojojojojojo, 5 Angriff. Ja, mein Angriff geht runter. Crit und Durchschlag zwar hoch, aber mein Angriff geht runter. Dann guck mal auf dein Steinchen in der Waffe. Das habe ich dir nämlich... Der 19 Feuerangriff hat der. Ja, aber Angriff, der dir runtergeht, ist ja meistens der... liegt an dem Stein, den du in deiner jetzigen Waffe hast. Okay. Na, ich muss jetzt sowieso erstmal irgendwo verkaufen. Hier vorne ist so ein Dorfer. Da kann ich mir auch gleich eine Rolle holen und einfach mal einsockeln. Was darf sein, Händler? Kauf mein Zeug. Waffen sind wie Freunde, die dein Leben retten. Erstmal das loswerden hier. Hab ich? Da hab ich eine Kiste. Wow. Ich hab echt viel Müll in der Tasche. Ich hab da jetzt schon eigentlich bessere Verbände, oder? Ja, ich hab Verband B und krieg jetzt trotzdem noch C-Verbände. Ich verstehe das immer nicht. Sag ich doch. Waffe gewechselt, nee, Waffe. Ich hab hier noch einmal die Wiener Segen. Die Flügel. Hat du noch einmal? Ich hab noch einmal. Aber werde ich jetzt nicht verwenden, wäre unfair, weil du ja dann nicht hast. Nee, und. Die hebe ich mir noch auf, falls wir mal so ein paar Indie-Läufe machen. Ich glaube da. Oh, ich habe eine Rune Level 5. What? Wo kommt die denn her? Hä? Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Okay, ich habe irgendwas verpasst. So, wo ist denn hier der Händler? Sag Bescheid, wenn du etwas. An dem stehe ich gerade. Na, hier ist der für Entsocklungsrolle. Muss ich jetzt A mittlerweile kaufen? Nein, immer noch B. Okay. Habt ihr gehört, Freunde, ja? Immer noch B. So, dann werde ich mal die Waffe entdingsen. Da haue ich jetzt die neue Rune rauf. Die 5er. Ja, bestätigen. Edelstein entfernt. Edelstein entfernt. Wow. So, dann hauen wir Feuer. Mhm. 14 Feuer. Die andere hatte 19. Also die 5er-Rune hat nicht viel gebracht. Komisch. Nee, du könntest dann höchstens probieren, wenn du noch irgendwie Runenkiste hast, ob du da was Besseres hast. Achso, eine blaue Rune, war? Zum Bleistift, ja. Nee. Grün. Zweimal grün drin. Na egal.
kommt auch wieder was anderes. Ja, so. Ist ja nicht so schlimm, wenn da ein bisschen weniger Feuerschaden ist. Hauptsache dein Angriff ist gestiegen, etc. pp. Ja, also 8 Angriff. Ja, ja. Jetzt ist nur, es sind 11 Angriff mehr jetzt. 8 Angriff haben davon allein nur die Rune der Edelstein ausgemacht, ne? Sag ich doch. Hat er recht gehabt. Wo bist du denn hin? Ach, da hinten. Der. Ach, jetzt dürfen wir den da oben umnieten. Ja. Na klar. Dafür gibt's ein Röckchen. So, was Schönes. Hallo. Ich sollte mir mehr einen Sockenfreund mitnehmen. Damit ich das direkt immer unterwegs machen kann, ne? Richtig. Was soll ich denn mit dem Helm? Für Krieger. Ja, den brauche ich nicht. So, super. Guck, ob der Rock besser war. Ich weiß es jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe auch keinen Plan. Aber ich könnte ja eigentlich mal gleich mal wieder mein Outfit zeigen, ne? Wie ich jetzt momentan aussehe. Haben wir ja schon doch schon längere Zeit jetzt nicht mehr gesehen. Willkommen! Willkommen! Nein, das ist schlecht. Doch, wenn ich mein Steinchen umändere, dann habe ich zwar einen Angriff weniger, aber der Rest steigt. Ja, ich habe 3 Sachen, die gleich runtergehen, also. So, ich wollte mal kurz zeigen. Wo waren das? Aussehen, machen wir mal auf. Ich sehe echt gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal für einen Moment. Kann man ja mal für eine Folge lassen. Ich sehe echt gut aus. Wow, wie sehe ich denn momentan aus? Guck mir mal. Wow. Geht so. Mit der Hose finde ich irgendwie cool, also. Nein, ich möchte ab vom Lamaru. Ja. Ist das jetzt auch deins? Ja. Sieht auch ganz gut aus. Ich habe also nur noch kein passendes Oberteil, glaube ich. Das ist immer noch ein altes. Also ich muss sagen, die Standardsachen hier, die man so findet, sehen eigentlich echt gut aus. Ja, stimmt. Muss sagen, begeistert. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt durchs Portal. Juhu, durchs dunkle Portal. Ah, nee, Falsches Spiel. Ich habe mir heute übrigens nochmal alle 3 Vorboten hintereinander reingepfiffen. Ja. War schon geil. Oh ja. Was ich auch cool fand, dass sie ja die Illidan-Vorboten tatsächlich nochmal in die Demon Hunter-Questreihe mit eingebunden haben. Wie wollte ich gerade sagen, aber hast du ja gerade selbst gesagt. Aber so ein ey, da wollte ich echt pfiffig sein, ne? Ach komm, machst dir schnell einen Demon Hunter, dann hast du den Hordler auf Level 100. Am Arsch. Du steigst genau ein bei Sylvana, diese Rede. Naja. Oh, du bist auch Level 100, wenn du da raus bist. Es dauert ja nicht mal eine halbe Stunde, finde ich. Es ging ja um das Pre-Event, was ich eigentlich zeigen wollte auf Vorderseite. Tja. Ja. Ich könnte den Char immer noch auf 100 boosten, aber ich würde es nicht machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich boosten soll. Ich habe bei Scampi auf dem Server hatte ich schon den Paladin geboostet. Aha, okay. Und dann ist mir eingefallen. Scheiße, du hast ja jetzt einen Demon Hunter, der steigt ja auf 100 ein. Hättest du das echt aufklemmen können. Hättest du Demon Hunter halt gemacht. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man mal schnell einen 100er haben will auf unserem Server, ne? Ja, das Problem ist, soweit ich das gehört habe, musst du auf diesem Server aber mindestens schon einen 70er besitzen. Achso, okay, gut, dann hat das ja doch hingehauen. Oh, ja, doch. Das ist ganz praktisch, das ist nämlich ein Rollenspiel-Server, auf den ich schon andere Charaktere abgestellt habe für Events. Ah, okay. Was ist denn hier? Ah, wir können erstmal weiter ins nächste. Ich habe gerade geguckt, ob wir fürs nächste noch zählt. Wir brauchen noch ein Fass. Ach so. Ja, Fässer sind ja immer gut. Ob noch einmal drin ist. Wie viel brauchen wir denn? Noch eins. Klebriges Fass. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ach, wir sind jetzt in der Late-Night-Show, ne? Okay, bei dem Fröschen, da ist das bestimmt. Wie war das bei Küss den Frosch? Ein klebriges Sekret. Okay. Hast du den gesehen, den frühen Film? Nein. Von Disney? Nein. Oh, unbedingt nachholen, ey. Das ist der letzte Trickfilm, der gemacht wurde. Ich gucke keine Trickfilme, ich weiß nicht warum, aber. Oh.
Ich schlafe da immer nach ein paar Minuten ein. Der ist gut. Das ist trotzdem scheiße. Der ist verdammt lustig. Und die erste schwarze Prinzessin, das muss man ja auch mal sagen bei Disney. Das ist genauso wie schlechte Horrorfilme. Ich schlafe wirklich nach ein paar Minuten ein. Oh, schlechte Horrorfilme gibt es eine Menge, aber jetzt kommt ein richtig guter ins Kino. Die Welt ist interessant, denn sie wirft allerlei Lights Out heißt der. Ja, da habe ich ein bisschen was gesehen davon. Der interessiert mich auch. Mal sehen, ob er gut ist oder ob ich danach... Also, die von den Bewertungen her haben viele geschrieben wohl, Kritiker, endlich mal wieder ein wirklich, wirklich guter Horrorfilm nach Jahren von Durststrecke. Das hat ja schon was zu bedeuten, ne? Nach Jahren von Durststrecke. Mhm, das stimmt. Ich habe immer so eine Freunde, die verwechseln gerne auch Saw als Horrorfilm. Saw ist doch kein Horrorfilm. Nein. Das ist ein Splatter. Eigentlich schon fast. Psycho-Thriller. Ja. Und halt auch alle so in den Genre, ne? Halt immer als Horrorfilme. Ja, so richtig Horrorfilme. Ich weiß nicht, das letzte Mal, wo ich gezuckt habe, war glaube ich mal bei Paranormal Activity 2. Da habe ich es aber auch nicht. Wir sollten die Leoparde zerlegen, ne? Oh nee. Doch. Die nicht stehen, den anderen, da ist noch einer. Achso, der da hinten. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Ja, wie gesagt, das letzte Mal gezuckt habe ich bei Paranormal Activity 2. In der Küche. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass da alles aufspringt. Okay, also wir müssen die Raubkatzen killen? Nee. Wir müssen sie zerlegen. Also egal was von beiden. Ja, ist egal. Ach so. Na denn? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Horrorfilm sehen kann, die Resident Evil Teile. Nee, eigentlich auch nicht. Die sind Actionfilme geworden. Ja, also ich finde das. Also die alten Spiele, also Teil 1 und 2, muss ich sagen, finde ich immer noch viel, viel gruseliger als alles, was danach kam. Ja, ich muss ja sagen, mein Cousin hat ja damals immer Resident Evil gespielt und ich. Lass mich 10 gewesen sein. Boah, ich habe mich mehr erschrocken von den Spielen. Und dann kam auf die Idee, ey komm, lass uns doch Resident Evil gucken. Aber ohne, dass wir uns irgendwie vor Angst irgendwie ein Kissen oder so ins Gesicht halten. Kein Problem, habe ich durchgezogen. Wir haben selbst die für uns eigentlich dachten schlimmsten Stellen harmlos. Wir haben uns dann sogar noch, glaube ich, einen Tag später dann den zweiten Teil angetan. Ja, ich muss auch sagen, dass diese Resident Evil Filme sind ziemlich, also finde ich, Thema verkackt. Es gibt ja auch noch 2 Resident Evil Filme, die basieren tatsächlich auf die Spiele. Aber auf Resident Evil 5 und einmal was zwischen 4 und 5 passiert. Die sind animierte Filme halt, die damals Final Fantasy Adventure sind. Ich weiß, dass ich irgendwo habe ich hier einen animierten Resident Evil rumliegen. Davon auf jeden Fall gibt es 2 mittlerweile. Der eine spielt tatsächlich auch noch in Afrika. Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, obwohl die ja eben halt auch von der Basis her. So, jetzt muss ich den anderen. Toll, jetzt habe ich 2 Leoparden auf einmal liegen hier. Ah, da. So. Muss ich trotzdem sagen, dass es eben halt auch nicht gruselig ist. Also, nö, gruselig nicht, aber wie gesagt, ich mag die Resident-Filme auch, wenn sie gruselig sind, weil ich halt diese Kindheitserinnerung damit verknüpfe. Na, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich ja meine Hoffnung noch in das neue Spiel stecke, Resident Evil 7, weil den Preview-Teaser, den man da spielen konnte, der sah schon echt geil aus. Hat echt so an dieses Silent Hill PT erinnert, ne? Also nicht so wie man Resident Evil eigentlich kennt. Okay. Das musst du dir mal angucken, das wurde auf YouTube sehr oft gespielt, glaube ich. Fast von jedem. Sieht echt gut aus. Aber leider bei der Alternative eigentlich zu Resident Evil, jetzt Silent Hill, was ja auch zur selben Zeit so ungefähr draußen war, waren die Spiele auch leider viel gruseliger. Die Filme, die waren dann irgendwann, der erste ging noch. Aber der zweite war ja dann auch nur noch ein Splatter. Also, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich weiß nur, dass meine Mutter hat den durch einen dummen Zufall gesehen. Ich habe nur mittendrin, habe mir das angeguckt, dass das eigentlich gruselig sein sollte. Ich habe eigentlich nur müde gegähnt. Ja, eben. Also der Horror fehlt da leider auch komplett.
Und die Spiele sind eben, wie gesagt, sehr, sehr viel gruseliger, finde ich. Oh ja, die Spiele allgemein. Das ist der Grund, warum ich kein Horror spiele. Ich weiß wirklich die Controller etc. so weg, weil du da diesen extremen Horrorfaktor hast. Aber was er halt in dem Film, ich weiß auch, was er eigentlich in dem Film so relativ verkacken ist, dieses Alleinsein. In den Spielen bist du eigentlich permanent auf dich so allein gestellt, ne? Und das bringt ja eigentlich diesen Gruselfaktor. Und da hast du dann immer irgendwie ein, zwei Leute an dir dran kleben und das ist dann irgendwie halt nicht mehr gruselig. Du bist ja nicht alleine. Ja. Schönes Wetter heute. Aber gut, ist vielleicht auch schwer dann Monologe zu führen die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Hier müssen wir jemanden anquatschen. Hallo. Ach ja. Das Essen ist fertig. Hey. Und jetzt dürfen wir das Ding... Was dürfen wir machen? Essen? Achso. Dem das Essen geben irgendwie. Ach, jeden von euch? Könnt ihr euch nicht dasselbe aus dem Topf nehmen? Wo ist denn der Dritte? Habe ich irgendwas? Ach, da. Ne, den habe ich schon. Ach so. Den hast du, die Händlerin und den... Den Bengel, ja, Bro, der fehlt mir noch. Was kann ich für euch tun? Hier, das Essen ist fertig. Fritz! Also hier wirst du ja echt auch wieder fruchtbare Klima von zum Blöden abgestellt, ne? Naja. Gib den Leuten Essen, auch wenn sie sich das selber nehmen könnten. Interessant, denn sie wirft alle ansonsten verhungern sie. Ja, weißt du das nicht? Die sind schon so schwach auf den Knochen, die können nicht mehr. Du hast jetzt auch nur eine angenommen, war? Ja, gut. Ja. Möchte ja nicht vergessen, ne? Wir sind so schwach, dass sie die Kelle nicht mehr aus dem Top heben können. Oh mein Gott. Ja, aber richtig gut. Also die beste Spieleverfilmung, muss ich bisher immer noch sagen, ist und bleibt Warcraft. Also die haben es für mich auf Platz 1 geschafft, der Spieleverfilmungen. Kommt auch wieder was raus? Ja. Und wird uns beiden gut geschrieben, sehr gut. Also Warcraft... Nein. Ja, stimmt, Warcraft ist richtig gut gewesen. Obwohl Tomb Raider, muss ich sagen, als Spieleverfilmung jetzt auch nicht schlecht war. Ja, gut. War zwar nie schlecht, aber es hat irgendwie ein bisschen was gefehlt, aber sonst ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die neuen Filme werden, also die jetzt hier rauskommen sollen. Die geplanten Tomb Raider Filme. Ich hoffe, dass sie ja von dem Spielprinzip jetzt auf den neuen Tomb Raider Teilen basieren, ne? Wo Lara eben halt so eher die Unerfahrene ist und oft auf die Fresse halt kriegt. Und war schon cool gemacht, also. Ja, das da hat Square ja echt was Gutes draus gemacht. Ja, aber um nochmal auf die Filme wie Warcraft war zwar nicht schlecht, aber der Anfang war sehr nach irgendeinem Roman gerichtet. Die zweite Hälfte war wieder, da merkst du es richtig geiler. Die war dann halt da hat sie halt nochmal extrem gesteigert. Also meine Begeisterung für Katka und Karazhan war ja total geil. Also das war für mich so. Ja, ich fand ja auch dann den Fight, den sie da so eingebaut haben, so richtig cool. Ja, ich fand nur den Golem haben sie verkackt. Die hätten einfach so ein, wenn es um Legion geht, hätten sie eigentlich auch rein theoretisch einfach so eine Höllenbestie hinstellen können, ne? Die hätte wenigstens besser ausgesehen, aber dieser Golem, den fand ich potthässlich. Ja gut, aber an dem Golem hatte ja Medivh schon eine Weile gearbeitet. Ja, stimmt, aber... Ja, wie gesagt, da gibt es aber noch so viele Rätsel in dem Film, die offen bleiben, ne? Ob das nun Eggwin war in dem Würfel, ich weiß es nicht. Ja. In Dalaran. Ja. Also, da gab es schon echt noch viele Sachen. Ja. Aber die Details sind halt der Hammer gewesen, ne? Oh ja, das stimmt. Mit Ner'zhul, Grommash, die man alle noch gesehen hat, das fand ich echt cool. Aber, ich fand das ja auch mit Trull so als kleines Baby, wo er dann so dieses Grinsen da zum Schluss, das war auch extrem cool, muss ich sagen. Obwohl ich sagen muss, dass mir Blackhand im Spiel jetzt besser gefallen hat.